Guten Morgen, Patrick. Guten Morgen, SpongeBob. Lust auf eine kleine Fahrradtour durch die Quallenfelder? Da kannst du deine Hose drauf verwenden. Oh, ich liebe Fahrradfahren. Ich hab ganz vergessen, dass ich kein Fahrrad hab. Kein Problem, ich hab ein zweites. Oh, gib mir nur ein Minütchen, um es rauszusuchen. Entschuldige, Patrick, irgendwie kann ich's gerade nicht finden. Zieh dir nur dieses mega coole Fahrrad an. Danke, Gary Bear. Komm schon, SpongeBob, fahr mir nach. Ach ja, ich kann ja überhaupt nicht Fahrrad fahren. So wie es aussieht, kann ich wohl doch leider keine Fahrradtour mit dir machen, SpongeBob. Doch nicht gleich den hübschen Spitzenkopf zerbrechen. Ich zeig dir, wie du ein Experte im Fahrrad fahren wirst. Was, echt? Dann werde ich ein echter Rofi-Prattfahrer. Lektion 1, richtig auf dem Fahrrad sitzen. Gesicht nach vorne, Arme parallel, aber locker. Beide Füße stabil auf den Sand stellen. Okay, also, ich versuch's einfach. Umdrehen. Andere Richtung, du. Noch nicht ganz. Okay, es wird langsam. So, hier richtig. Vielleicht kann ich dich mit den Händen heranführen. Lenker gut festhalten, hinterpositionieren, stabile Sitzhaltung und tada! Ich kann's jetzt! Keine Sorge, du hast es sicher gleich raus. Ja, aber gleich hast du es. Fehlt nicht mehr viel. Fast. Weißt du was, Patrick? Ich glaube, du hast ein Schwerkraftproblem. Keine Ahnung, was du damit meinst. Und fertig. Mit denen wirst du nicht umfallen. Vielleicht versuchen wir Stützräder. Das wird dich stabilisieren. Sowas hat mein Psychiater auch schon mal gesagt. Nicht gut. Da muss ich wohl unter der Haube nachsehen. Dachte ich mir doch, dein Gehirn ist im Ungleichgewicht. Wage noch einen Versuch. Da ist jetzt wohl jemand bereit für das Strampeln. Das glaube ich auch. Ja, genau so. Jetzt schön gleichmäßig treten. Aber bitte nicht loslassen. Keine Sorge, Kumpel. Ich lasse meine Hände schön am Fahrrad, versprochen. Ich fahre Fahrrad. Meine Hände sind noch dran. Machen Sie noch einen dreifachen Taubenüsschenbecher für uns. Und bloß nicht am dreifachen sparen. Hier ist euer Ich nehme noch einen, diesmal mit weniger Bedienung. Aufgepasst, Kinder jeden Alters. Hallo. Das bin ich. Ich liebe jeden Alters. Klatscht in die Flossen für den coolen Typen am Schlagzeug. Bongo Bär. Diese Muschel hat den Swing an der Trompete raus. Clem Klappmuschel. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. 8 Tentakel an 88 Tasten. Hier ist Rocktopus. Das ist unsere Band. Einen großen Applaus für die tauben Eislöffel. Und 1 und 2 und 3 und 4. Ich brauch noch viel mehr Eis, glaub ich mir. Oder ich hau ab und bleib nicht hier. Heute spiel ich für euch das Nüsschenlied. Juhu! Ich
Ho, 5 und 6 und 7 und 8. Eis aufgefuttert, war das ne Schlacht. Krieg jetzt noch ein Körmeleis gebracht. Und so singe ich das Nüsschenlied. Hm. 9 und 10 und 11 und 12. Bei Rumrosinen werde ich zum Wolf. Ich esse den ganzen Eimer auf. Auch ohne Keks, da pfeife ich drauf. Ich zeige euch, wie das geht. Eiscreme essen von früh bis spät. Ich komme, ich gehe, ich spiele das Nüsschenlied. Das war's, Jungs. Geht jetzt nach Hause. Werfen Sie uns nicht raus! Wir kommen hierher, seit wir Kinder waren! Ja, wir sind die größten Fans der Tauben-Eislöffel. Tja, das ist euer Problem. Feierabend! Auch wenn ihr nicht nach Hause wollt, wir schließen jetzt! Das war fies. Ich wollte mir Backstage ein Autogramm geben lassen. Keine Sorge, Patrick. Die Tauben-Eislöffel treten morgen schon wieder auf. Am nächsten Morgen. Oh. Guten Morgen! Ich habe kein Bargeld! Hä? Ihr zwei seid das. Wir haben hier gezeltet wegen der Tauben-Schuhlöffel. Tauben-Eislöffel? Ja, die! Die sollen auf meinen Kopf schreiben! Tja, da habt ihr Pech. Die Tauben-Eislöffel sind out. Zu altmodisch. Die Kids wollen einen neuen Sound. Einen neuen Sound? Ja, genau. Ich habe jemanden gebucht, der euch kentern lassen wird. Bitte begrüßt DJ Eisbombe. Tut mir leid, die Tauben-Eislöffel sind die einzige auf Eiscreme basierende Roboterband, die wir je lieben werden. Patrick, lass dich nicht von den hämmernden Beats und dem wummernden Bass verführen. Bitte, Herr Geschäftsführer, Sie müssen uns sagen, wo die Eislöffel sind. Spielen Sie in einem Kaffeehaus oder etwa in der Bikini-Bottom-Muschel oder sind Sie auf Welttournee? Oh Mann, nein! Die alten Roboter liegen jetzt auf dem Müll. Die werden nie wieder irgendwo spielen. Patrick! Ja, wer ist der brave Junge? Wer ist der brave Junge? Patrick ist mein Freund. Manchmal, wenn er aus Versehen Wurmfutter isst, schaltet er auf Wurmmodus. Und man weiß nie, für wie lange. Tja, wenn er in ein paar Tagen noch nicht gehorcht und vermittelt werden kann, dann wird er eben eingesperrt. So wie Schlachter. Keine Sorge, Sir. Ich erziehe ihn. Er ist schon stubenrein. Er macht den Stuben rein. Ist doch auch was. Also, Patrick, jeder gute Wurm beherrscht ein paar Kunststückchen und bekommt dafür wurmige Leckerlis. Sitz! Fast. Versuchen wir es mit Gipfelchen. Schüttel die Hand. Versuch mal, eine Rolle zu machen. Patrick, warte! Der rollende Sternexpress. Auf die Sekunde. Hey, dieser Wurm muss wohl mal in die Badewanne. Okay, okay, schon gut. Kein Bad. Und hier, Patrick, lernen Würmer von anderen Würmern. Sie bringen dir bei, dich zu benehmen. Eine Stunde später. Dieser Wurm ist gemeingefährlich. Ich muss ihn wohl oder übel einsperren. Wie Schlachter. Bitte tun Sie das nicht. Ich adoptiere ihn.
Ich nehme ihn mit nach Hause. Da wird's ihm gut gehen. Und du übernimmst die volle Verantwortung für ihn? Ich verspreche es. Das trifft sich gut. Ich wollte diesen Wurm hier sowieso nicht haben. Ja, danke schön. Vielen Dank. Bleib ganz ruhig, Junge. Hallo, Patrick. Ich habe den Klang von deinem Kopf erkannt. SpongeBob, weißt du vielleicht, wo dieser Spongy-Poops-Schlammknopf wohnen könnte? Nie von ihm gehört. Gut, dann geht er zurück an den Absender. Hey, warum trägst du den hier? Ich bin jetzt Postbote. Wow, ich wollte schon immer ein Postbote sein. Das ist, als wäre man jeden Tag der Weihnachtsmann. Außer sonntags. Tut mir leid, SpongeBob, aber ich bin jetzt der Postbote. Oh, ich verstehe. Aber du könntest mein Postassistent sein. Ja. Trag mir die Post aus. Postassistent, du darfst an der Tür klingeln. Ja, Sir, Herr Postbote. Etwas Gymnastik für den Klingelfinger. Hoch, runter, hoch, runter. Drehung rechts, Drehung links. Und den Nagel lackieren. Post! Ein Volltrottel wie du darf Postbote spielen? Es würde dich echt überraschen, was Volltrottel bei denen dürfen. Da ist sie, sie ist da. Was stimmt mit Thaddäus Gesicht nicht? Ich schätze, er freut sich. Endlich ist sie da, meine Turbo-Klarinette. Jeden Penny wert. Oh gut, die nächste Adresse. Oh, eine Vorladung zum Geschworenengericht, der Glückliche. Sonderzustellung. Toll gemacht, Herr Postbote. Ups. Der Postschlitz muss wohl kaputt sein. Das war's schon. Ich denke, ich benutze die Türklingel. Was kann ich für euch tun? Eine Sonderzustellung! Die könnt ihr behalten! Gehen wir doch einfach weiter zum nächsten Haus. Nein! Ich bin ein Postbote und der Postboteneid lautet: Weder Stinkefüße noch Regengüsse, noch Gräben oder Gefahren hindern mich daran, Fremden irgendeinen Kram zu liefern. Da! Eine Sonderzustellung! Doch, die nicht zustellbar ist! Ein Postbote zu sein, ist nicht wie der Weihnachtsmann zu sein. Guten Abend, Mr. Herr. Frischen Kaffee? Was? Patrick? Wo sind denn die echten Flugbegleiterinnen? Die sind schon eine ganze Weile auf Toilette. Ich glaube, die hatten wohl zu viel Kaffee. Was ist? Willst du jetzt Kaffee oder nicht? Nein, ich will kein Kaffee. Wow, Thaddäus, du scheinst Kaffee wirklich zu lieben. Leute, entschuldigen Sie die Turbulenzen. Wow, Patrick, du siehst jetzt aus wie ein Flugbegleiter. Ja, hey, willst du auch Flugbegleiter sein? Ja. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Jetzt trocknen wir sie erstmal ab. Ich bin frei. Ich bin frei. Seid ihr Snacks?
Oh nein! Jetzt reicht's! Ich werde mich direkt beim Piloten persönlich beschweren gehen. Rollt mich nach vorne zum Cockpit. Genießen Sie Ihren Flug? Nein, ganz und gar nicht. Diese zwei da drüben machen nur Ärger, seitdem wir gestartet sind. Und jetzt ersetzen sie auch noch die Flugbegleiterinnen. Und wo sind die Damen jetzt? Ich hab einfach nur die Toilettentür aufgemacht, Captain. So hier. Jetzt fliegt ja gar keiner mehr das Flugzeug. Was sollen wir denn jetzt tun? Ach, wir werden wohl abstürzen. Ich denke, ich kriege das schon irgendwie gebacken. Bestimmt nicht so schwer, wie man denkt. Thaddäus, vertrau auf deine Instinkte. Ich schätze mal, Guck, Thaddäus, wir sind schon fast da. Du musst den Vogel nur noch landen. Und niemanden dabei umbringen. Thaddäus, Thaddäus, Thaddäus. Ihr Zähnchen! Von wegen Verbrechen lohnt sich nicht, so ein Quatsch! Was zur... Schlafaust! Wer ist hier los? Die Zahnfee! Ich zeige dich sofort, SpongeBob! Hä? Lass mich sofort hier raus! SpongeBob! Du hattest ja recht! Die Zahnfee ist wirklich gekommen und ich hab sie eingefangen! Ich hab nichts getan! Patrick, du hast ja wirklich die Zahnfee eingefangen! Hab ich dir doch gesagt! Sie hat mir keinen Vierteldollar gebracht. Aber guck mal, dafür sind diese wertvollen Klunker in ihrer Tasche. Was faselt ihr zwei Gehirnlosen da, Zahnfee? Keine Sorge, du musst uns nicht zu dumm verkaufen. Wir sagen auch nichts. Dürfen wir dich vielleicht bitte, bitte heute Nacht begleiten? Als deine Zahnfee-Assistenten. Ja, ich bin die Zahnfee. Und ich brauche wirklich etwas Hilfe beim Klauen. Ich meinte, bei der Suche von Zähnen. Ja. Na, das wird sicher eine lange Nacht. Da vorne, ich wette, hier finden wir Zähne. Halt mal an. Da
Das Kind hier trinkt ständig Softdrinks, also finden wir hier sicher auch ein paar lose Zähne. Die schnappen wir uns. Hier, ihr könnt euch diese speziellen Zahnfee-Masken aufsetzen. Schnauze! Ihr zwei Ganoven durchsucht den kleinen Kerl da mal nach Zähnen. Und ich werde in der Zeit bei den Wertsachen dort drüben nach Zähnen suchen. Nur die Zahnfee darf so lachen, ihr Holzköpfe! Ich fühle hier keine Zähne. Dafür fühle ich hier jede Menge davon. Oh! Der hier ist richtig locker. Die Zahnfee hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir hier etwas nachhelfen. Hm? Nein! Waschbube! Ist in diesem Sack das Kissengeld? Wow, Zähne sind wohl echt viel wert. Komm mit, wir holen noch mehr Zähne. Du hast den besten Job aller Zeiten. Gib's mir zurück. Was habt ihr denn hier zu suchen? Patrick ist der neue Museumswächter und er macht mit mir heute eine Führung. Er als Wächter? Ha! Der Museumstipp ist dümmer, als ich dachte. Warte mal, Thaddäus, wenn diese spitzköpfige Erbsenherrn hier für die Sicherheit zuständig ist, könnte ich mein Kunstwerk in das Museum hineinschmuggeln. Was? Wo hineinschmuggeln? Denke gefälligst lauter, Thaddäus! Du murmelst! Raus aus meinem Kopf! Gib das her! Tschüss! Und mal weiter, so hübsche Mäder! Das allererste Exponat auf unserer Tour ist... Die Umkleide für die Angestellten! Wow! Dein Leben ist ja sowas von glamourös! Du könntest mein Junior-Assistent werden. Wirklich? Sicher. Da liegen reichlich Uniformen in diesen Metallboxen. Zieh's dir rein. Ich schnapp mir nur kurz meinen Schlüssel. Sieh das an. Okay. Und wie sehe ich aus? Wächtertastisch. Sieht in dem Prospekt aber viel schöner aus. So, die Regel Nummer 1 für Wachleute ist, keiner der Besucher darf hier was anfassen. Nichts anfassen, nichts berühren, nur Cookie. Regel Nummer B, nicht rennen! In einer Reihe, Kinder, in einer Reihe. Merke, eine wilde Horde kannst du nicht aufhalten. Und die allerwichtigste Regel von allen lautet, pass auf, dass die Besucher hier nichts klemmen. Wenn sich jemand verdächtig verhält, siehst du ihn einfach richtig scharf an. Jetzt versuch du es. Leckerchen. Du schaffst das schon noch. Guck mal hier, mein Freund.
Lange vor dem Lachen gab es schon die prähistorische Epoche. Oh, sieh doch nur, Schatz. Ein fabelhaftes Beispiel für die Ära des primitiven Sicherheitsdienstes. Fast hätte ich Regel Nummer 4 vergessen. Mit Blitz fotografiert verboten. Und das ist alles, was ich über die Aufgaben und Pflichten des Sicherheitspersonals weiß. Und jetzt bringe ich dir alles bei, was ich nicht weiß. Komm mit, Kumpel. Oh, Wahnsinn! Eine ausgestorbene Wollmolluske! Der kleine Kerl sieht aus wie mein Gary. Mau. Zu blöd, dass wir hier nichts anfassen dürfen. SpongeBob, die Regeln gelten nicht für uns. Wir sind doch Wächter. Hurra! Ist das alles? Na komm schon! Mach doch mal was! Wie? So! Machst du nicht! Und hier haben wir den uralten Schrott aus dem großen Imperium Atlantis! Hallo? Ist da jemand? Hey, hallo? Hallo? Ist da jemand im Zimmer? Renn durchs Hotel und schlag die Türen zu, ist ein schönes Spiel. Mir gefällt auch die intellektuelle Herausforderung. In Ordnung, ich habe doch gerade hier drin etwas gehört. Vielleicht brauche ich nur etwas mehr Entspannung. Hallo, Zimmerservice? Ja, hallo. Ich würde gerne eine Forelle Blau bei Ihnen bestellen. Forelle in Blau, aber gerne. Diesen Wunsch erfüllen wir Ihnen sofort. Danke, sehr freundlich. Ach, Jungs. Ja? Danke für euren Einsatz am Telefon. Gut, ihr könnt die Bestellung jetzt auf das Zimmer bringen. Hier ist euer Leckerchen. Zimmerservice. Hereinspaziert. Du, Thaddäus, welch schöne Überraschung. SpongeBob, willst du mich denn nicht vorstellen? Oh, das ist Thaddäus, Patrick, unser Nachbar und bester Freund. Gut, wenn du meinst. Runter von mir! Was macht ihr in diesem Hotel? Ha, in diesem Hotel findet der jährliche Quallenfischerkongress statt. Der Quallenfischerkongress? Ja, und ich wohne gleich nebenan. Und mein Zimmer ist auf der anderen Seite. Thaddäus wohnt in Leventon. Thaddäus wohnt in Leventon. Komm, ihr Tanz! Thaddäus wohnt in der Mitte. Thaddäus wohnt in der Mitte. Thaddäus wohnt in der Mitte. Haltet euch fern von mir. Ich will keinem von euch über den Weg laufen. Das gilt für das ganze Hotel. Oh, der Konga-Tanz ist passé. Ah, der Wellnessbereich. Diese Massage ist großartig. Du hast magische Hände. Thaddäus! Magische Hände! Lass mich bloß in Ruhe!
Tja, oh, wir haben auf jeden Fall magische Hände. Oh ja, ich habe immer noch den Körper eines Tänzers. Und eins, zwei, und eins, und zwei. Bleib bloß weg von mir. Und... Kein SpongeBob. Kein Patrick. Alles friedlich und still. Lass mich in Ruhe. Endlich. Kein Grund zur Panik. Bleib bloß weg von mir, ich warne euch. Ich will doch nur meine Ruhe. Oh, wenn du deine Ruhe haben möchtest, dann geh auf keinen Fall in den Raum hinter dir, Thaddäus. Wieso? Seid ihr zwei etwa schon da drin? Nein, Dummerchen, da findet der Quallenfischer-Kongress statt. Herzlich willkommen, Quallenfischer. Du musst neu hier sein. Hä? Quallen was? Quallenfischen! Die Handschuhwelt lässt mich all meine Probleme vergessen. Und wie ich heiße. Ja, das stimmt. Ich habe die ganze Zeit vergessen, an meinen Nägeln zu kauen. Ja! 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 Hey du, gib das her! Vaterknochen an Basis, wir haben einen Fingernägelkauer im kleinen Fingerland. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Keine Sorge, SpongeBob. Dein Nägelkauproblem wird noch schneller verschwinden, als ein Hase mit Düsenantrieb. Das hält deinen Mund vom Knabbern ab. Das hoffe ich doch. Sag mir, dass es nicht das ist, wonach es gerade aussieht. Oh, es ist richtig gut. SpongeBob, das ist abscheulich. Oh, tut mir leid, mein Herr. Ich dachte, das wäre mein Stein. Ja, das ist doch auch deiner. Ich wollte auf dich warten. Wie war dein erster Arbeitstag? Ach, ich kann überhaupt nichts richtig machen. Und morgen werde ich wahrscheinlich gefeuert. Ach, du armer kleiner Seestern. Ich sag dir was, Kumpel. Morgen komme ich mit dir mit und helfe dir. Dankeschön, freundlicher Unbekannter. Okay, erklärst du mir bitte zum fantastillionsten Mal, was du vorhast? Ich zeig's dir. Du nimmst deine Hände auf den Rücken und ich bin deine Hände. Ach so, und wenn ich eine Eiskugel machen soll? Dann kugle ich das Eis. Ja, und beim Geldwechsel? Übernehme ich das Zählen. Und wenn mir mein Hintern juckt? Nein, das mache ich nicht. Okay. Bist du bereit für deine zweite und letzte Chance? Ich werde dir nun zeigen, wie man ein... Eiscreme-Sandwich macht? Ich denke, das kriege ich hin. Zeit für meine erste Pause? Oh nein, 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 nicht jetzt, noch nicht. Aber ich glaube, du bist bereit für die Bar.
Ist gut, Junge. Entspann dich. Ruhig atmen und versuch dich zu amüsieren. Simsalasane Banane Bim. Tada! So, die Schicht ist zu Ende. Hallo Kinder, ich bin der essbare Karl und ich schmeck kolossal. Ich hab einen Krabbenburger für meinen besten Freund, einen Burger für meinen Lieblings-Patrick. Bitte sehr, Patrick. Oh Mama, ist das heiß hier drin. Wer war das? Oh, bei Neptun, ich schmelze gleich. Die Klimaanlage von Mr. Krabs muss kaputt sein. Es könnte ihm etwas zu warm werden. Nein, wartet. Tu das nicht. Mr. Krabs, geht es Ihnen gut? Sagen Sie doch was. Das sieht nicht gut aus. Er ist auf den Fußboden geschmolzen. Erdbeere. Armer Tropf. Oh, Mr. Krabs, so eine leckere Pfütze. Er ist tot. Oh, der Ärmste. Und das so kurz vor seiner Verabredung heute Abend. So eine Schande. Eine Verabredung? Oh, wird nun auch die Liebe schmelzend meinen Armen entfleuchen. Ich schätze, er ist bloß noch die leere Hülle des Mannes, der zu Lebzeiten war. Hey, Thaddeus, du hast recht. Auch wenn Mr. Krabs Inneres geschmolzen ist, sein Panzer ist noch intakt. Wir könnten ihn mit Organen auffüllen, dann ist er wieder gesund. Wie war das? Plankton! Nein, ich war's nicht! Verkauf uns doch bitte ein großes Fass Abfall! Mit extra vielen Innereien! Wie bitte, was? Und woher soll ich wissen, dass ihr mir nicht meine geheime Abfallformel stehlen wollt? Echte Kohle? Genießt euer Fass mit Abfall! Lecker, lecker! Danke, Plankton, du Guter! Gut, also dann bringen wir diese Krabbe wieder auf Trab. Fertig. Irgendetwas fehlt noch. Fehlt nur noch etwas Stroh. Der Funke des Lebens. Ja, er lebt. Mr. Krabs kommt mir etwas dumm vor. Ach, er hatte nur einen schweren Tag. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass er wieder zu sich selbst findet. Keine Sorge, Mr. Krabs. Ich verspreche Ihnen, bis zu Ihrer Verabredung heute Abend sind Sie wieder fit. Patrick, was will dieser rosafarbene Clown hier? Ach, ist auch egal. Dem wird SpongeBob niemals die Tür öffnen. So, und piep. Heiliger Hornlöffel! Wie macht er das nur? Zum Glück hast du keine Knochen, Kumpel. Jupp, alles Schwabbel. Jemand bricht in Mr. Krabs Haus ein. Dann sollten wir besser schnell dorthin gehen. Wir sind schon da. Willst du damit sagen, ich bin umsonst durch den Regen gelaufen? Gleich geschafft. Na also, wer sagt's denn? Klingt nicht so, als würde der Einbrecher aufgeben. Lass uns Fallen aufstellen. Sieh mal, Patrick, versucht ein Einbrecher durch diese Tür zu gehen. Zack, fällt ihm sofort das Kissen auf den Kopf. Die Falle heißt weiche Gerechtigkeit. Tolle Falle. Sieh dir meine an.
Wenn ein Einbrecher versuchen sollte, durchs Fenster einzusteigen, greift er mit seiner Hand ins warme Wasser und muss sofort aufs Klo. Das Haus ist gesichert. Jetzt können wir uns entspannen. Der Einbrecher! Alle Mann in Alarmbereitschaft! Gleich hab ich's. Oh, der Krabbel! Ja, es riecht so wundervoll. Aber es brennt! Nimm das! Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Was zur? Nicht mit mir! Ha, die Klappe von Mr. Doodles. Warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen? Oh, Junge! Cheddar? Scharfer Cheddar. Es reicht. Ich werfe diese Dösbottel raus. Kein Mr. Krabs nachahmender Einbrecher wird je in dieses Haus gelangen, solange wir aufpassen. Wir sind harte Kerle. Wie wär's mit einem Actionfilm mit harten Kerlen? Oh ja, Kumpel. Je härter, desto besser. Oh yeah. Wow, Mr. Krabs hat echt eine fantastische Fernsehgeräuschmaschine. Ich komme mit Karacho. Juhu! Wow, in 3D! Gut, ich gebe auf. Hier, seht doch. Dieses Dokument beweist es. Ich bin der echte Eugene Krabs. Oh, hier steht, Sie sind Organspender. Wie nett. Was, ich bin ein Orgel? Her damit. Tut uns leid, Mr. Krabs. Oh, ist schon gut. Ich kann nicht sauer auf dich sein. Du hast nur meine Anweisungen befolgt. Das hast du gut gemacht, Minion. Du auch, Patrick, Minion. Der Einbrecher. Papa, mach die Tür auf. Ich bin's, Perla. Ich hab meine Schlüssel vergessen. Also, du klingst wie meine Tochter, Herr Einbrecher. Doch du siehst ihr kein bisschen ähnlich. Sind das meine privaten Sachen? Papa! Wenn er geht, dann gehe ich auch. Und du kannst deine doofen alten Erdnüsse behalten. Komm mit, SpongeBob. Lasst euch hier nicht mehr blicken! Ja, gut so. Halt es nicht zurück. Lass alles raus. Ich will diese lieben Wesen doch nur ein bisschen streicheln. Mach mich doch gleich zum Tier. Dieser miese alte Zoowärter sieht aus wie ein Affe und riecht außerdem noch so wie einer. Ha, mach einfach deinen eigenen Zoo auf. Meinen eigenen? Dass ich nicht lache. Denkst du vielleicht gerade dasselbe wie ich? Blubberblasen-Zoo! Voilà, unsere ersten Zoobewohner. und ich gebe ihnen Namen. Dein Name ist Soßenpfanne. Dein Name ist Beton. Und du heißt Debbie. Oh je. Oh, hatte ich vergessen, das sind bloß Blasen. Mach doch keine Quark, nimm Seifenblasen extra stark. Es funktioniert! Es funktioniert! Sieh
doch nur, Patrick. So gesund und so glücklich. Und sieh dir das mal an, Blasenköttel. Haufi aus Blasen? Ich bring die Haufi-Blasen zum Platzen. Hey! Ja, aber die wollte ich doch selbst essen. Kein Aber mehr. Wir brauchen noch viel mehr Tiere. Was für hübsche Tiere. Willkommen im Blubberblasenzoo, dort, wo der Eintritt nur ein Lächeln kostet. Hey, du, eine Sekunde. So, viel besser. Los, weitergehen. Wenn Sie spitze Gegenstände haben, geben Sie diese hier ab. So, Alterchen, Beine auseinander. Die Handschuhwelt und wir, das passt echt wie die Faust aufs Auge. Na ja, Faust am Stiel gefällt mir noch besser als Faust aufs Auge. Wow, das war sowas von spaßig. Das mache ich noch 1 Million, Zillion, Trillion, Kottillion Mal. Und ich helfe dir dabei, ja? Oh ja! 1 Million, Zillion, Dillion, Kottillion Mal später. Mir doch egal. Oh, das war den Augen meines Babys. Patrick? Ja? Wir sind wohl zu weit gegangen. Ja! Diskussionswürdig. Oh, ich hab eine Idee. Legen wir ein Päuschen ein im Theater. Steck mal Pause! Es ist Hieronymus! Ja, ist es wirklich! Stimmt, ich bin es, Hieronymus Handschuh! Ich bin der einfallsreiche Schöpfer und Besitzer der Handschuhwelt! Handschuhwelt ist Teil des Fingerspaßkonzerns, alle Rechte vorbehalten. Ich begrüße Sie in unserer wunderbarst wunderlichen, verschlagen verwobenen Welt des Handschuhs! Handschuhe! Handschuhe, Handschuhe sind unsere Welt. Wenn du etwas an der Faust oder Hand tragen willst, sind Handschuhe die beste Wahl. Sind Fingerabdrücke Berufsrisiko? Ist dieses Paar hier wirklich ideal? Brauchst du etwas, um die Knöchel zu schützen? Steckst du deine Hand in einen Käseblock? Ist ein Handschuh, was du willst? Ist ein Handschuh, was du brauchst? Und nicht etwa ein Rock? Leder oder Wolle und auch fingerfrei. Wähle dein Modell, hier ist für jeden etwas dabei. Queen Elisa Fisch, die erste, die trug ihre jeden Tag zum Schutze ihrer feingliedrigen Hand. Ein Hut, der schützt den Kopf, ein Schuh, der schützt den Fuß. Doch keiner steckt dich mehr an, dank eines schützenden Handschuhs. Drum kochst du, bockst du, baust du, fährst du, reinigst du das Klo. Handschuh gibt's hier mit allem Pipapo. Handschuhe sind individuell, wie Unterwäsche sehr speziell. Drum sei so frei, kauf gleich zwei. Zwei! Das Lied erinnert mich daran, wie ich zum ersten Mal einen Handschuh angezogen habe. Er war warm und kuschelig und verschwitzt. Oh, den Handschuhmann will ich kennenlernen! Oh, gute Idee! Vielleicht signiert er meine Handschuhe. No, 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 no.
Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich war noch nicht fertig im Bad. Oh, er hat nichts mehr zu essen. Gehen wir los. Wir müssen ihn doch noch fragen, ob er ein Junior-Schurkenjäger werden will. Hallo, wir würden gern wissen, ob sie ein... Er ist der... Eine Schurke Manta Rock. Was wolltest du sagen? Hä? Was? Mir, Jungfrau Mann, Mantarochen ist hier. Er wohnt bei Thaddäus. Zu spät, Mantarochen war wohl auch hier. Mir, Jungfrau Mann und Blauwaschbube, was heißt? Endlich gibt es das Jahr. Moment mal, Patrick, wir liegen beide falsch. Hier steht's in Heft 55. Mir, Jungfrau Mann und Blauwaschbube halten gerade ihren Kälteschlummer. Und wenn sie in der Woche aufgetaut werden, sind sie eine Woche lang Weicheier. Weißt du eigentlich, was das heißt? Dass ich noch eine Woche lang auf mein Wassereis warten muss? Ja und nein. Es heißt, wir beide müssen Meerjungfrau Mann und Blauwaschbube sein und Mantarochens Urlaub übel vermiesen. Bei der Macht des Neptun, Meerjungfrau Kopf und Blaubarschstahl verbrennt! Patrick, ist das? Ich kann nicht eine Woche lang warten. Gut, dass ich so unauffällig bin, oder, Meerjungfrau Kopf? Ich ruf besser die Polente. Was mach ich denn da? Schurken ruft nicht die Polizei. Und natürlich habe ich im Urlaub keine schurkischen Superwaffen dabei. Ich bin unbewaffnet. Wer hätte gedacht, dass Thaddäus solch ein riesiges Arsenal an schurkischen Superwaffen hat? So ranzig und dennoch so tödlich. Das ist meine Waffe! Aha.
Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube? Ich wusste, ihr seid alt geworden. Aber dass ihr mutiert seid, wusste ich nicht. Ergib dich, Manta-Rochen! Ich bin im Urlaub. Ja, im Urlaub des Üblen! Gleich gibt's ein bisschen Bildung! Vase wegrandaliert! Dieses Gebäck verpasst dir einen Schreck! Porzellanfiguren pulverisiert! Pass auf, Manta-Rochen! Jetzt bringe ich dir die Klarinettentöne bei! Mir fällt jetzt nichts Schlaues ein! Tischtaumler! Ich wollte doch nur mal Urlaub machen! Das Üble macht niemals Urlaub! Hast du das gerade erfunden? Das klingt nämlich richtig gut. Darf ich das ab und zu verwenden? Immer gerne, Manta-Rochen. Ja, immer gerne gibt's einen drauf. Warum versuche ich eigentlich überhaupt normal zu sein? Ich bin Manta-Rochen! Spürt meinen schurkischen Zahn! Vielleicht irgendwo... Ich hab's. Hallo. Ach du, mal wieder zwischen die Kissen gerutscht. Wo denkst du hin? Ich bin zwischen die Kissen gerutscht. Und ich hätte übrigens eine Lösung für dein Hasenproblem. Ich liebe die Jagd. Oh nein, bitte nicht. Das ist doch bitte nicht den. Oh nein, ich auch noch. Okay, Patrick, du hast genug gejagt. Komm wieder zurück. Ich sehe leider nicht, wo ich hinkrieche. Wie komme ich bloß wieder raus hier? SpongeBob, wo bin ich? Bleib, wo du bist. Ich habe eine Idee. Auf zum Zoogeschäft. Dankeschön. Da, guck, ich hab noch einen Hasen, um den einen aus seinem Versteck zu locken. Hurra! Steh, Patrick, ich seh dich! Oh, danke, mein Freund! Oh, Häuschen! Eins, zwei, drei... So viele Häschen! Ja! Patrick, die Jagd ist eröffnet! Hey! Komm zurück, meine Häschen! Das ist die letzte Karotte. Sellerie. Ja! Keine Bewegung, sonst spieß ich dich am Grill. Ich meine, ich grill dich am Spieß. Oh, weia, was passiert denn hier nur? Keine Angst, Thaddäus. Ja, wir helfen dir. Sie werden größer. So, das hier heißt, du kannst alles werden, was du willst. Ich kann alles werden, was ich will? Aber natürlich kannst du das, siehst dir an. Du kannst ein Feuerwehrmann werden. Du kannst auch ein Arzt werden. Du kannst ein Cowboy werden. Ja, das möchte ich werden. Ein Cowboy, gute Wahl. Nein, 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 nein. Das da.
Ein Pferd? Hör mal, ich glaube nicht, dass du ein Pferd werden willst. Du hast gesagt, ich kann alles werden, was ich will. Und ich will eben ein Pferd werden. Na klar, natürlich, dann wirst du ein Pferd. Gute Nacht, Patrick. Ein Pferd. Noch nicht, Gary. Ich brauch noch ein paar Minuten. Hä? Gary? Mau. Oh, ein Pferdchen. Du hast völlig recht. Natürlich kannst du ein Pferd werden. Ist ja gut, du bist schon eins. Na, lecker. So ist es brav, mein liebes Pferdchen. Pferdchen ist nicht toll. Du brauchst einen Namen. Ein schöner Name für dich wäre doch... Patrick. Ich heiße jetzt Kaubob. wilder Mustang. Rodeo-Clown. Erst gurken, dann starten. Wie hört's, Patrick? Gut sehen Sie aus, Miss Sandy. Dankeschön. Und was ist das für ein Pferd? Morgen schon fleißig. Ich glaub's ja nicht. Ist es ein du Pferd? Willst streicheln? Aber ja, nur sei vorsichtig. Oh, ein schönes Pferd. So ein weiches Fell. Und so lieb. Warte, du! Was habe ich denn gemacht? Warte, du! Was ist denn? Warte, du! Redest du etwa mit mir? Warte, du! Was denn los? Unsere Nummer war perfekt, so wie sie war. Ich hätte nie versuchen sollen, sie zu ändern. Schneck Scheiter, mein Freund. Mach es ruhig. Bau echtes Schauspiel in unsere Show ein. Ich will dich doch nur wieder als Spielpartner. Oh, ich würde mich sehr freuen. Warte, du. Was denn los? Warte, wir. Guckt, was hier los. Wartet ihr! Wartet ihr! Eine Woche später. Oh, leider, armer Makrel. Ich kannte ihn, Sir Seeigel. Ein Bursche mit unendlichem Witz. Der nautische Unsinn war stets sein Begehr. Hm? Wo mag dein Witz nun sein, alter Freund? Dass ich lachen könne. Vor Fröhlichkeit. Warte, du! Was denn los? Sie sind zurück und lustiger als früher. Vielen lieben Dank. Jetzt hätten wir gerne einen Moment für einen Shoutout, wie die Kids es nennen, an unsere Freunde SpongeBob und Patrick. Ohne euch wären wir nicht wieder zusammengekommen, Jungs. Wartet ihr! Was denn los? Nächste Aufgabe ist, die Wurmschweine hier zu füttern. Schweinefraß. Oh,
Oh, hast du Hunger, du süßes Magenschweinchen? Das kitzelt. Oh. Könnte mir jemand das da reichen? Seid ganz sanft, wenn ihr die alte Bessie melkt. Keine Sorge, ich bin ganz vorsichtig mit der alten Gelee-Quetsche. Jetzt. Nee. Was zur Seegurke? Ein Jenkins Gelee-Sandwich. Und als letztes werdet ihr mein Algenfeld abernten. Ist doch kinderleicht. Nicht dieses Feld. Das da drüben. Eieiei. Das wird ewig dauern. Nicht, wenn ihr meinen Traktor benutzt. Aber ich habe keinen Traktorführerschein. Aber ich habe eine ganze Menge an Scheinen. Bootsführerschein, Angelschein, Brauschein. Oh, hier ist er. Traktorführerschein. Wow, Patrick, du machst das echt gut. Das Geheimnis ist, du musst immer schön cool bleiben wie eine Seegurke. Und dich von nichts ablenken lassen. Oh, eine Biene! Oh, eine Kleinbiene! Ruhig, Kumpel. Das wird schon. Ja. Hab sie. Ja, lass sie nicht raus. Yeah. Hey, das macht Laune. So fühlt sich ein Nervenbündel. Oh Mann, Aufgaben erledigt. Es ist Zeit für das Scheunenfest. Wie sollen wir nur ein Scheunenfest ohne Scheune feiern? Zerbrich dir darüber nicht deinen runzligen Kopf. Wir machen jetzt eine schöne altmodische Scheunenaufzucht. A steht für Amöbe, B steht für Blobfisch. Wir sind zurück! Das Lala-Loch des Monster! Wie habt ihr das gefunden? Mit einem Dudelsack. Mag es Dudelsackmusik? Nein, die kann es nicht leiden. Aber Dudelsäcke fressen tut's gern. Einen sehr langen Verdauungstrakt später. Wir wollen noch was suchen. Ich kenne wohl keine Verwandten. Wir wollen noch was suchen. Verwandte? Komm schon, nur eins noch. Also gut, es ist zwar fast unmöglich, aber... Wenn ihr nur meinen seit langem verschollenen Bruder finden könntet. Deinen Bruder? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit er noch klein war. Oh. Ein Kleinkind mit Schnauzer. Ja, er war frühreif. Wie hieß er denn? Er hieß, Hübscher Name, oder? Könnte ich ihn nur noch mal wiedersehen. Einmal. Das ist so traurig. Sogar meine Achselhöhlen müssen
ist toll. Auf geht's, Patrick. Es wartet eine Extremschnitzeljagd auf uns. Ja. Oh, danke schön. Ja, ich bin frei. Bruder von Thaddäus. Bruder von Thaddäus. Bruder von Thaddäus. Bruder von Thaddäus? Ihr frechen Lümmel, ihr! Ah, da ist er ja, der Bruder von Thaddäus. Der Schlingel hat sich den Schnauzer abrasiert. Ach, herrje. Sechs Monate später. Bruder von Thaddäus. Bruder von Thaddäus. Frau Tentakel? Frau Tentakel, Sie sind die Mama von Thaddäus. Sie wissen doch sicher, wo sein Bruder ist. Bruder? Thaddäus hatte nie einen Bruder. Einer war schon mehr als genug. Oh, wie traurig. Thaddäus hat sich so sehr einen Bruder gewünscht, dass er sich einen zusammenfantasiert hat. Oh Mann, jetzt dauert's noch länger, bis wir ihn gefunden haben. Oh, alles Gute kommt von oben. Ich beschütze dich davor. Nicht doch, lass es laufen. Jetzt habe ich einen Plan. Für den Abfalleimer am Start ist ein so furchterregendes, so schreckliches, so riesiges Geschöpf, dass Zuschauer mit schwachen Nerven das Stadion besser verlassen sollten. Ich muss ganz schnell hier raus. Zu spät. Bereit oder nicht, hier kommt er. Winselt vor Angst, ihr sterblichen Narren. Verbeugt euch vor der unbezähmbaren Kraft. Dieses Riesenkerls, der unseren Teilnehmer trägt. Patrick Starr. Was machst du denn hier? Du bist doch kein Burgerbrater. Oh, doch bin ich wohl, Mr. SpongeBob Besserwisserkopf. Guck mal da, ich hab fast 5 Minuten im Abfalleimer gearbeitet. Es ist jetzt auch egal, weil du nämlich gleich meinen Staub frisst. Nö, ich fress meinen eigenen Staub. Nicht, wenn ich ihn zuerst fress. Gelb! Rosa! Ich kann's nicht fassen, Mr. Krabs. Ich hab gedacht, Patrick ist mein Freund. Dein Freund? In der Arena gibt es keine. Wie meinen Sie das? Eigentlich ist er gar nicht dein Freund. Wirklich? Er will doch nur, dass du am Boden liegst und um Gnade winselst. Wirklich? Er fällt dir kaltblütig in den Rücken. Niemals! Oh doch, was glaubst du denn? Sieh ihn dir doch nur an, diese Kanten. Das sind die Formen des Bösen. Er macht deinen Berufsstand lächerlich. Willst du, dass dieser Hochstapler der krassen Krabbe das verdiente Gold entreißt? Nein! Dann werd böse! Ich bin böse! Werd wütend! Ich bin wütend! Und jetzt geh da raus! Und hol dir diese Medaille! Oh. Ja! Der erste Wettbewerb. Frittenfett, Stabhochsprung. Springt zum Sieg für die krosse Krabbe. Für die krosse Krabbe! Spring zum Sieg, weil ich's dir befohlen hab. Weil du's mir befohlen hast! Fischstäbchen, frische Fischstäbchen. Nächster Wettbewerb, Schokoladenbad Turmspringen. Mach Platz für den richtigen Burgerbrater. In seinem Sprung versucht SpongeBob den Bananeneis-Flipflop mit 2 Stielen. Und jetzt völlige Ruhe, bitte. Ich will 1 am Stiel. Perfekt eingetaucht. Und geröstete Mandeln, das überrascht uns. Er hat ihn gestanden. Und sehen Sie sich diese gleichmäßige Glasur an. Mach's besser. Rosalie. Mandeln? Verdammt, gar nicht schlecht, aber ein bisschen zu hochgestochen für die Leute hier. Er glaubt wohl, er ist was Besseres. Besser als du. Jetzt geh da hoch und zeig ihm, wie der einfache Mann seine Milchspeise-Eisprodukte zubereitet.
Patrick greift auf einen Traditionssprung zurück. Die einkugelige Erdbeerwaffel mit Schokodip. Sehen Sie sich diese Konzentration an. Oh, das Eintauchen war etwas ungenau. Aber diese Form perfekt. Was sagst du jetzt, Mandelschnösel? Wart's ab, Schokoproll. Wir sind noch lange nicht fertig. Das glaubst du, aber wir sind noch lange nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig. Mit einem Unentschieden gehen wir in den letzten Wettbewerb. Brötchen-Wrestling. Wer wird das Gold mit nach Hause nehmen? Mr. Krabs von der großen Krabbe? Vergiss nicht, er hat dich Schnösel genannt. Oder Plankton vom Abfalleimer. Nicht vergessen, er hat dich Proll genannt. Das ist was Persönliches. Nein, ich heiße nicht Rick. Ich mag dich nicht. Ich mag dich viel weniger. Ich hab dich noch nie gemocht. Und ich tausendmal erst recht noch gar nie. Rosa. Gelb. Gelb. Rosa? Du magst mich doch. Hey. Mein Gehirn hat gerade eine Idee ausgeheckt. Das wird ein absoluter Kracher. Mich überkommt eine wahnsinnige Lust auf einen Spaziergang durch den Park. Thaddäus! Was willst du denn schon wieder? Hallo, was ist denn das? Jemand hat mir ein bisschen Geld für eine Dauerwelle vorbeigebracht. Komm zu Herrchen. Ihr Mistkuchen. Oh, meine Haare. Ihr könnt was erleben. Warte, ich habe noch eine bessere Idee. Das wird der absolute Megabrüller. Ich zeichne mich und wenn Thaddäus denkt, ich wäre an der Tür, bin ich's in echt gar nicht. Oh, sieh ihn dir an. Ist er nicht niedlich? Er braucht nur noch eine Krawatte. Dann können wir ja loslegen. Bak, 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 bak. Er geht jetzt zur Tür. Jetzt klopft er an die Tür. Jetzt macht Thaddäus tatsächlich die Tür auf. Und? Au, 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 au. Und jetzt verbrückelt der Thaddäus. Strichmännchen, hör auf! Ein Junge, Mann, Mann, Jim, Jam, 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 Jam. Er hat den Schreibstock mitgenommen. Was hab ich getan? Wir müssen ihn finden. Wo kann er sich denn bloß versteckt haben? Vielleicht ist er da in der schlecht gezeichneten Ananas. Komm mit, wir sehen nach. Ich gehe da bestimmt nicht rein. Komm schon, Patrick. Ich bin direkt hinter dir. Schritt für Schritt. Wir haben's gleich geschafft. Was ist passiert? Ja, Moment, nach oben kommen wir nur mit einer Räuberleiter. Können wir nicht einfach weiter hier unten in Sicherheit bleiben? Keinesfalls. Ich habe das Monster erschaffen und ich mache es auch weg. Siehst du, was ich meine, Patrick? Welcher Hahn tropft denn, gnädige Frau? Ah!
wehgetan? Alle Leine! Da ist er. Der ist ja grausam. Mir wird schon schlecht, wenn ich ihn nur ansehe. Diese riesigen Glubschaugen. Dieser quadratische Körper, diese zwei komischen Zähne und diese dämliche Krawatte. Ja, aber dir steht es gut, SpongeBob. Er hat den Schreibstock weggelegt. Das ist die Gelegenheit. Ich zähle bis drei. Dann springen wir raus und überraschen ihn. Oh, prima. Eine Überraschungsparty. Hat er Geburtstag? Patrick, tu doch was! Happy Birthday! Hier dein Geschenk. Kein Geschenk. Keinen Schritt weiter, Gekritzel. Ich habe dich in die Welt gemalt und jetzt werde ich dich wieder ausradieren. Hast du noch was zu sagen? Tut mir leid, wie war das? Halt still, Gekritzel. Das ist nur zu deinem Besten. Nimm das und das und dies und jenes und das 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 und das. Ich bin SpongeBob, der Zerstörer des Bösen. Krieg dich ein, das war nur eine Zeichnung. Ja, nach einem langen Tag beim Camping ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Das hier heißt das Lagerfeuerlied-Lied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-E-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Bam, bam, bam. L-A-G-E-R-Feuerlied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. L-A-G-E-R-Feuerlied. L-A-G-E-R-Feuerlied. Nicht schlecht. Und darum, singt es doch einfach mit! Oh yeah! Ah, und, war das nicht entspannend? Nein, das hier ist entspannend. Oh nein! Ich rette dich, keine Angst! Thaddäus, geht's dir nicht gut? Genau, kauen und runterschlucken. So, besser? Besser? Mir ging's prima, bis du meine Klarinette mit hochgefährlichem Junkfood beschossen hast. Ich hatte keine Wahl. Es ist zu gefährlich, hier draußen in der Wildnis schlecht Klarinette zu spielen. Es lockt sonst einen Seebären an. Einen Seebären? Du meinst so einer wie die, die's gar nicht gibt? Was sagst du da? Die Viecher gibt's nicht. Das ist nur ein Mythos. Nein, das siehst du falsch. Seebären sind eine Realität. Steht im Bikini-Bottom-Boten. Ich heiratete einen Seebären? Ja, und im Pseudo-wissenschaftlichen Monatsheft. Seebären existieren und Märchen sind wahr? Das ist doch das Dämlichste, was ich je gehört habe. Naja, vielleicht ist es dämlich, aber pseudo ist es auch. Patrick hat recht, ehrlich. Seebären sind nicht zum Lachen. Ich kannte mal einen, der kannte einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Der kannte einen, der einen kannte, 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 der einen kannte und der kannte den Cousin des einen. Du hast recht. Ich werde jetzt vorsichtiger sein. Wirklich. Und jetzt erzähl du mir mal bitte, was ich alles nicht tun darf, um ja keinen Seebären anzulocken. Okay, das ist einfach. Erstens, spiel nie Klarinette. Weiß ich ja weiter. Schwenke nie deine Taschenlampe hin und her. Taschenlampen sind ihre natürlichen Feinde. Na sowas. Nicht herumtrampeln, das reizt sie nur. Ja. Und weiter? Ist auf keinen Fall Käse. Geschnitten oder im Ganzen? Im Ganzen, Scheiben sind okay. Ja, ja, und? Trag niemals ein Sombrero. Der richtig doof aussieht. Oder Clownsschuhe. Oder einen Reifrock. Und niemals. Gar niemals. Auf gar keinen Fall. Nee, schrei wie ein Schimpanse. Wow, unglaublich, was so ein Seebären alles aufregen kann. Es ist ganz furchtbar. Und
Und ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, als ob wir in Gefahr sind. Wieso? Wie soll ich sagen? Einfach so ein Gefühl. Nein. Ja. Nein. Bitte mach das nicht! SpongeBob, was machen wir nur? Gleich kommt ein Seebär und der frisst uns auf. Nur keine Panik, ich ziehe uns ein an die Seebärenkreis in den Staub. Guter Gedanke. Alle Experten sagen, das sei das einzige Mittel gegen einen Seebärenangriff. Ihr fallt wirklich auf jeden Dreck rein. Seht ihr? Ich habe alles gemacht, was ein Seebären anzieht. Und was ist passiert? Gar nichts. Wenn es Seebären wirklich gibt, warum kommt dann jetzt nicht einer? Vielleicht liegt's daran, dass dein Sombrero noch nicht doof genug aussieht. Oh, Entschuldigung, wie nachlässig von mir. Meint ihr vielleicht so etwa? Nein, eher so. Thaddäus, alles in Ordnung? Nein. Na, wie geht's da drüben im Club für Hirnamputierte? Ich habe Hunger und gleich gibt's im Club Thaddäus was Leckeres zum Abendessen. Riecht das nicht gut, SpongeBob? Du hast doch schon seit Tagen nichts im Magen. Und was ist mit dir, Patrick? Ein großer Junge muss doch essen. Aber ihr kriegt nichts. Und weißt du auch warum, SpongeBob? Weil eure Vereinspräsidentin eine Muschel ist. Hättet ihr auf mich gehört, dann hättet ihr was zu essen, Obdach und ein prasselndes Feuerchen. Aber nein, ihr hört auf eine sprechende Miesmuschel. Und die erzählt Blödsinn. Als ob die Lösung für all eure Probleme einfach so aus dem Himmel fällt. Einfach so aus dem Himmel. Alter Schwede, wir fallen gleich einfach so aus dem Himmel. Wir müssen die Ladung abwerfen. Ein Hoch auf die magische Miesmuschel! SpongeBob, ihr seid ja wirklich ziemlich gut ausgestattet. Ein Geschenk der magischen Miesmuschel. Das sieht alles unglaublich lecker aus. Oh, Räucherwürste, mein Lieblingsessen. Tja, hör mal, SpongeBob, das mit vorhin, da habe ich nur ein bisschen rumgealbert und, ich meine, ich bin doch immer noch Mitglied im Club, oder? Und als Club, da muss man doch zusammenhalten und dann dachte ich mir, dass, Thaddäus? Ja, ja? Einmal Mitglied, immer Mitglied. Auf den Club! Wenn ihr mich jetzt kurz entschuldigt. Was esse ich zuerst? Die Spaghetti, den Truthahn, die Suppe, die Dosenwurst? Warum fragst du nicht die magische Miesmuschel, Thaddäus? Na sicher, sonst noch ein Wunsch. Da frag ich vorher den magischen Zehennagel. Aber Thaddäus, stellst du etwa die Autorität der magischen Miesmuschel in Frage? Die Muschel hat uns dieses Festmahl erst ermöglicht. Diese markengeschützte Muschel ist der Grundpfeiler unserer Organisation. Vielleicht ist er ja gar kein Jünger. Hey, ich glaube, ihr versteht mich ganz falsch. Ich liebe dieses, Stückchen Plastik. Hallo erstmal, magische Muschel. Ich frag mich, ob ich zuerst, diese leckeren Spaghetti oder den Truthahn essen soll. Keins von beiden. Oh, na dann, und was ist mit der Suppe? Ich glaube eher nicht. Krieg ich überhaupt was zu essen? Nein. Nein? Was heißt hier nein? Ich bin am Verhungern. Lass mich mal versuchen. Magische Miesmuschel, darf Thaddäus was von diesem super leckeren, extra dick belegten Sandwich essen? Nein. Darf ich dieses super leckere, extra dick belegte Sandwich essen?
Ja. Oh ja! Tut mir echt leid. Gib das her! Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kann ich was zu essen haben? Nein. Kannst du auch was anderes außer Nein sagen? Frag doch einfach nochmal. Kann ich etwas zu essen haben? Nein. Thaddäus, alles in Ordnung? Vielleicht sollten wir die Muschel fragen, ob es ihm gut geht. Hallo! Ist da jemand? Hallo! Hallo! Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich bin gerettet! Sie wissen ja gar nicht, wie glücklich ich bin, Sie zu sehen. Seit Wochen bin ich der Wildnis ausgeliefert mit diesen beiden Blödmännern und ihrer magischen Miesmuschel. Magische Miesmuschel? Meinen Sie sowas? Die magische Miesmuschel, ein Clubmitglied! Oh Mann! Kommst du mit zum Quallenfischen? Oh, Junge, na klar. Hier ist dein Netz. Jetzt nimm schon, die Quallen fangen sich immer noch nicht von selbst. Ich muss erst mal meine Geheimschachtel verstecken. Geheimschachtel? Ich wusste gar nichts von deiner Geheimschachtel. Hey, Finger weg, Spanner Bob. Das hier ist meine Geheimschachtel. Und überhaupt, wenn ich dir zeigen würde, was drin ist, wäre es ja kein Geheimnis mehr. Böp. Nicht doch, Spannerbob. Ich sag dir, wenn du in meine Geheimschachtel reinschauen könntest, würde sich dein ganzes Leben ändern. Ist schon gut, weißt du, mit Geheimnissen kenne ich mich aus. Wirklich? Ich habe eine Zilliarde Geheimnisse. Ach was? Naja, es ist kein Geheimnis, dass das Beste an einem Geheimnis ist, wenn man es ganz im Geheimen weitererzählt. Und so reiht man ganz geheim Geheimnis an Geheimnis zu einer geheimen Geheimsammlung. Aber das ist geheim. Willst du mal ein Geheimnis von mir hören? Na klar. Tja, schwierig. Weißt du eigentlich, dass du mein bester Freund bist? Ach du dicker Hering. Erzählst du mir noch mal eins? Okay, ganz im Geheimen, ich bin ein kleines bisschen naiv. Donnerwelle. Plötzlich sehe ich dich mit ganz anderen Augen, SpongeBob. Mann. Erzähl mir noch ein paar Geheimnisse. Na gut. Ich liebe meinen Job in der Krossen Krabbe. Ich schlafe mit Schuhen. Ich mag beidseitig gebutterten Toast. Ich habe ein überzogenes Buch von der Bücherei. Ich mag Quallen. Ich habe einen leichten Überbiss. Ich komme nie zu spät zur Arbeit. Ich sag manchmal schick. Ich tanze gern zu Fahrstuhlmusik und habe immer noch keinen Führerschein. Ich bin nicht der Allergrößte und momentan trage ich 3 Paar Unterhosen. Schluck. Das hätte ich niemals gedacht. Und zeigst du mir jetzt, was in deiner Geheimschachtel drin ist? Nein, auf gar keinen Fall. Das darf nur ich wissen und du darfst das nie rauskriegen. Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ach ja, also ich habe auch einen ganzen Geheimniskomplex. Ich habe meine Geheimschuhe an. Und meine geheime Gary-Futterschüssel. Meine geheime Glotze. Und mein super geheimer Geheimsender. Na, was sagst du dazu, Patrick? Weißt du, wenn du sehen würdest, was da drin ist, dann würdest du wissen, warum das ein Geheimnis ist. In dieser kleinen Geheimschachtel ist das geheimnisvollste Geheimgeheimnis des ganzen Lebens. Und ich bin der Geheimnisträger. Das ist eine schwere Bürde, die auf mir lastet. Aber niemand darf das Geheimnis der Schachtel erfahren. Niemand! Noch nicht einmal das Haus von Thaddäus. Das ist ein Ganztagsjob. Ich muss ständig auf der Hut sein. Schließlich weiß man nie, wann jemand versucht...
Sag mal, spinnst du? Was machst du denn da? Das ist meine Geheimschachtel und jetzt gib sie her! Aber Patrick, ich muss das Geheimnis wissen! Ich sag's dir zum letzten Mal, nein! Komm bloß mal spicken! Nichts da! Ja. So weit ist es also mit uns. Und das alles, obwohl wir im Beste Freunde für immer Club sind. Ja, hör mal zu, SpongeBob, Geheimnis-Klau-Kopp. Wenn du jemals wieder meiner Geheimschachtel zu nahe kommst, sind wir beide keine Freunde mehr. Aber ich hab gedacht, wir sind Freunde für immer. Ich komme mir so schäbig vor. Ich habe den Garten unserer Freundschaft umgegraben. Ich hatte mich einfach nicht im Griff. Ich weiß, es ist dein Geheimnis und ich werde mich auch daran halten. Oh, bitte verzeih mir, Patrick, bitte. Na ja, ein Stück weit kann ich dich ja schon verstehen. Immerhin ist das ja auch ein ganz schönes Hammergeheimnis. Ich meine, wie kann man widerstehen, wenn es um das größte Geheimnis überhaupt geht? Das erstaunlichste, rätselhafteste und mächtigste Geheimnis in ganz Bikini Bottom. Also, was sagst du, Kumpel? Freunde? Freunde. Siehst du irgendwas, Patrick? Ich brauche Augengläser. Das Postauto kommt! Unser Paket! Ich hab gar nicht gewusst, dass heute der Tag der hüpfenden Hohlköpfe ist. SpongeBob Schwammkopf? Das bin ich! Das ist ja eine riesige Schachtel. Dankeschön! Hey, SpongeBob, wann hören wir wieder auf zu hüpfen? 30 Sekunden noch, Patrick. Der hat wahrscheinlich eine 10-Jahres-Ration Schaumbad bestellt. Oh, ein neues Fernsehgerät. Ruhig, ganz ruhig. Ja! Hamsti, Hamsti! Immer wenn man denkt, dass es dümmer gar nicht mehr geht. Also lasst mich mal raten. Ihr zwei habt euch einen Großbildfernseher bestellt, nur damit ihr in der Schachtel spielen könnt? Ziemlich schlau, hä? Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Doch, wirklich, dufter Plan. Aber Moment, eigentlich wollte ich euch was anderes fragen. Was war das denn jetzt wieder? Ach ja, genau. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Ach, Thaddäus, wir brauchen gar keinen Fernseher. Wozu auch? Schließlich haben wir eine Menge Fantasie. Wow, so hatte ich die Sache noch gar nicht betrachtet. Wirklich clever ausgedacht. Kann ich die Glotze haben? Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sein, was ich will. Ein Pirat, aua, ein Footballspieler, ha! Ein Seestern! Patrick, du bist bereits ein Seestern. Na, da siehst du, wie das klappt. Versuch's auch mal. Okay, wie du willst. Ich stell mir einfach vor, Fernsehen zu gucken. Und da ist einer. Kann ich ihn haben, bitte? Na klar, gern. Oh, Junge, Junge. Viel Spaß damit. Und wenn du es dir anders überlegst, wir sind in der Schachtel. Lass uns ein Bergsteigerabenteuer spielen. Oh ja, ja. Handschuhe. Gecheckt. Mützen. Gecheckt. Unterwäsche. Gecheckt. Okay, Patrick, dann klettere da rauf und sichere das Seil. Alles klar, Kamerad. Patrick, du steigst viel zu hoch. Hoffentlich haben sie ein paar Luftlöcher reingemacht. Hey, mach langsam, Patrick, du musst dich akklimatisieren. Juhu, langsam machen kann ich, wenn ich tot bin. Gleich schüttel ich Depp und die Hand. Wow, abgefahren. Wo ist die Fernbedienung? Ich bin der König der Berge! Wow! Ich glaube, wir sollten leiser sein, sonst lösen wir noch eine Lawine auf! Patrick! Juhu, Yeti! Was? Ich hab gesagt, wir sollten leiser sein, wegen der Lawinengefahr! Was sollen wir sein? Vollidioten! Leiser! Könnt ihr zwei nicht mal Ruhe geben?
SpongeBob? Ja! Halte mich! Halt durch, Kumpel, der Hubschrauber ist unterwegs! SpongeBob, meine Beine sind steif gefroren. Du musst sie mit einer Säge amputieren! Nein, das kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich mir schon die Arme amputiert habe. Nein! Genug. Wie jetzt? Wie macht ihr das mit den Geräuschen? Welche Geräusche meinst du? Das Einzige, was ich gehört habe, war unser Lachen. Ja, aber die Soundeffekte, die Lawine, die... Vergiss nicht die zweite Lawine. Ach, hör mir doch auf. Ich weiß gar nicht, warum ich hier meine Zeit verschwende, wenn ich doch schon längst vor meiner Glotze hängen könnte. Hier ist der Bergrettungsdienst. Haltet durch, die Sägen sind unterwegs. Juhu! Die Rettung! Ah! Sagt schon, wie macht ihr das? Erst richten wir ein Basislager auf 5000 Meter ein. Die Geräusche! Wie macht ihr diese Geräusche? Ganz einfach, man braucht nur eine Schachtel. Und eine Menge Fantasie. Wollt ihr mir damit etwa sagen, dass ich keine Fantasie habe? War nett von Mr. Krabs, dass er mir den Job gegeben hat. Und das für 50 Dollar die Stunde. Als ich hier angefangen habe, musste ich Mr. Krabs 100 Dollar die Stunde geben. Hey, Thaddäus, rate mal, wer hier einen Job hat. Und du rate mal, warum? Kriege ich jetzt meinen Preis? Du musst erst mal dafür arbeiten. Eigengutze. Das Menü für Tisch 1. Aber jetzt müsste ich doch meinen Preis kriegen. Noch nicht. Du musst erst das Tablett zu dem Gast bringen. Mach ich. Ja, fast. Einfach noch mal versuchen und darauf achten, dass das Essen auf den Tisch kommt. Ah. So lecker? Nein. Reifisch Mist. Wir versuchen mal was anderes. Du musst einfach nur ans Telefon gehen. Aye, aye, Captain Sir. Spreche ich mit der Kostenkrabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ich bin noch keine große Krabbe. Weißt du, so heißt der Laden hier. Hä? Sattelpaste! Um Tisch 3 rum sieht's ein bisschen staubig aus. Wie wär's, wenn du mal ausfegst? Ach, wozu? Ich mach doch sowieso nichts richtig. Das wird schon werden. Hey, Kumpel. Bist du aus Blödmannshausen? Mach weiter, du schaffst es! Ich habe eine Menge Preise für SpongeBob Schwammkopf. Warum mache ich nie was richtig? Ab in die Küche. Ich werde niemals einen Preis kriegen. Nie im Leben. Nur nicht aufgeben. Ich habe was für dich, das du ganz sicher kannst. Ein Glas aufmachen. Ganz leicht. Versuch du es mal. Nimm dir ein Glas. Das ist aber eine Gurke. Na und? Du brauchst ein Glas. Nein. Nein. Auch nicht. Versuch's mal damit. So, nimm den Deckel ab. Ganz ruhig bleiben. Heb die Hand. Halt! Wir sind fast da. Jetzt die Hand auf den Deckel. Nein, auf den Deckel. Den Deckel. Den Deckel. Den Deckel, 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 leck, 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 halt! Schon fast da. Jetzt die Hand zum Deckel. Kalt, wärmer, wärmer, wärmer. Ja, heiß, ja, feucht. Ah, das brennt! Warte, 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 warte. Mach's genauso wie ich auch. Mach's genauso wie ich auch. Genauso, genauso, genauso. Genauso wie du auch. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Nein, nein, du hast es geschafft. Wirklich? Ja. Ich hab's geschafft. Und das noch. Ich bin der Deckelmeister. Das
war toll, Patrick. Du hast wirklich den Bogen raus. Ja, weißt du noch, wie ich meine Hand gehoben habe und auf den Deckel gelegt habe? Oh ja. Dann habe ich den Deckel abgemacht und habe gedacht, er wäre kaputt. Ja. War er aber nicht. Ich habe das Glas mit meinen Händen aufgemacht. Und nur deswegen, weil du mir gezeigt hast, wie es geht. Das werde ich dir nie vergessen. Mach einfach alles so wie ich, dann hast du ruckzuck einen Fall. Schönen guten Tag, Sir. Hätten Sie Interesse an Schokolade? Schokolade? Sagtest du da eben Schokolade? Ja, Sir. Mit oder mit ohne Nüsse? Schokolade? 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 Wir machen das nicht gut, Patrick. Wir brauchen einen neuen Ansatz, eine neue Taktik. Ich weiß was. Wir ziehen uns aus. Nein, das machen wir erst bei den Immobiliengeschäften. Es muss doch was geben. Wieso haben wir denn diese Taschen gekauft? Er hat gesagt, wir sind mittelmäßig. Genau, wir waren was Besonderes. Ja, das ist richtig. Ich kaufe mir gleich noch mehr Taschen. Warte nicht zu schnell. Wieso versuchen wir es nicht mal mit Charme? Okay. Und nicht vergessen, schmeichle dem Kunden. Gib ihm ein gutes Gefühl. Hallo? Ich liebe Sie. Du hast wohl ein kleines bisschen zu dick aufgetragen. Lass mich mal. Bitte, geht weg. Wie geht es Ihnen? Was, wie es mir geht? Möchten Sie Schokolade? Ja, damit kriegen wir ihn. Schokolade enthält Zucker und Zucker wird zu schwabbeligem Fett. Hab ich recht, Schatzi-Bub? Das kitzelt. Wie ihr seht, habe ich mit Schokolade nichts mehr am Hut. Für 5 Mäuse kannst du es behalten. Ich will gleich 10. Wir haben noch keine einzige Tafel verkauft. Weißt du, ich glaube, wir lassen uns zu leicht ablenken. Hä? Pass auf, wir schließen eine Abmachung, dass wir uns beim nächsten Haus aufs Verkaufen konzentrieren. Was? Na los, schlag ein. Hast du eben was gesagt? Und nicht vergessen, Konzentration. Ja? Schönen guten Tag, Sir. Wir verkaufen Schokolade. Was starrt der Fettsack mich denn so an? Konzentration. Mach ne Fliege! Ganz nett haben Sie es hier. Ich verstehe einfach nicht, was wir nur falsch machen. Und ich verstehe nur Bahnhof. Es muss irgendwas bei dieser Verkäuferei geben, das wir nicht verstehen. Andere können es doch auch. Ich meine, guck mal hier. Esst Eigengrütze-Chips, die sind lecker. Die sind aber überhaupt nicht lecker. Nicht, wie ich sie benutze. Trotzdem verkauft sich das ohne Ende. Vielleicht würden sie weniger davon verkaufen, wenn sie die Leute nicht anlügen würden. Das ist es, genau das. Wir müssen einfach lügen. Schokolade! Wir arbeiten als Team. Erst füttere ich die Kunden an und dann kommst du und schlägst zu. Ich schlag zu. Was denn? Hallöchen, schöne junge Frau. Wir verkaufen Schokolade. Ist Ihr Mütterchen zu Hause? Mutti! Was denn? Was soll denn das Geschrei? Du kannst es wohl nicht erwarten, bis ich endlich tot bin. Die verkaufen Schokolade. Schokolade? Ja. Was? Was verkaufen die? Schokolade! Was? Schokolade! Ich verstehe dich nicht. Sie verkaufen Schokolade! Die verkaufen Schokolade? Ja! Schokolade? Ich weiß noch, als sie die Schokolade erfunden haben. Süße, süße Schokolade. Habe ich schon immer gehasst. Oh, aber diese Schokolade ist gar nicht zum Essen. Sie ist für... Reiben Sie sie auf die Haut und dann werden Sie fast ewig leben. Nein, nein, ewig leben, sagst du? Ich nehme eine. Komm schon, du faules Stück. Reib mich mit der Schokolade ein. Ich hasse euch. Welch eine Nacht habt ihr vor uns? Matrosen heult und schreit mit mir, auf dass wir die 7 Weltmeere in Angst und Schrecken versetzen. Oh! Da
Das soll fürs Erste reichen. Viereckiger. Der Rosane kümmert sich um die Navigation, also ist es an dir, unser erstes Opfer zu finden. Hier, nimm dieses Fernrohr. Beeil dich ein bisschen, wir vergeuden Mondlicht. Oh, mal sehen, wen wir finden. Captain, da ist einer, den wir erschrecken können. Ich hatte mal 4 Kekse und hab einen gegessen. Da hatte ich bloß noch 3. Ach, mir geht richtig das Herz auf, wenn ich sehe, dass Kinder so spät noch wach sind. Rosana, steuer das Schiff hinter die Felsen. Ei, ei, das Schiff hinter die Felsen. Noch ein Stück. Und halt. Keine Bange, Captain. Die paar Kratzer wollen wir wieder aus. Egal, das klären wir später. Also springt raus, wenn ihr euer Stichwort hört. Von Stund an wirst du gequält sein von immer wiederkehrenden Albträumen mit meinen gruseligen Geisterpiraten. War das unser Stichwort? Entschuldigung, fangen Sie einfach nochmal von vorn an. Immer wiederkehrende Albträume mit meinen gruseligen Geisterpiraten. Wie macht er das nur? Geht wieder zurück aufs Schiff. Es ist und bleibt ein Rätsel. Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Holländer uns wohl gebeten, in unserer Kajüte zu warten. Vielleicht will er uns eine Belohnung geben. Du meinst Kinofreikarte? Oder eine übergroße Kaffeetasse. Ich habe nachgedacht. Hört auf, rumzuhampeln! Ich finde, diese ganze Mannschaft auf Ewigkeitssache funktioniert irgendwie nicht. Es liegt nicht an euch, sondern vielmehr an mir. Sie wollen uns freilassen? Nein, nein, ich werde euch ganz einfach aufessen. Also bis morgen dann. Warte, ich hab eine Idee. Wirklich, was denn? Wir hauen hier einfach ab. Aber die Tür ist verriegelt und der einzige Weg raus führt durch die Parfümabteilung. Gut, versuchen wir's. Ich bin noch nie gern da durchgegangen. Ja, wer ist denn da? Das ist ja mein erwachsener Enkelsohn. Großmutter, ich muss dringend eine Unterhaltung unter Männern mit Herrn Patrick führen. Sag mal, was soll denn das? Kekse, warme Milch, ein Latz. Und ist das ein Kussabdruck auf deiner Stirn? Mann, wir sind doch erwachsen. Oh, keine Schimpfe, wenn das Bäuchlein voll ist. Und wer ist das Baby? Ich bin Baby. Erwachsen sein ist langweilig. Ich bin gern ein Baby. Und überhaupt, ich stehe nicht auf Jazz. Oh, armer Patrick. Eigentlich tust du mir fast leid. Für immer stehen geblieben in der Hosenmatzphase, ohne die Chance, die Segnungen des Erwachsenseins zu genießen. Hier ist ein frischer Teller mit Keksen. Wunderbar. Segnung, hä?
Na klar, da gibt's... Wie war das noch? Also zum Beispiel den Jazz. So, Oma, ich bin voll. Frische Kekse. Für mich wird's Zeit zum Mittagessen. Auch Erwachsene müssen was zu sich nehmen. Ich glaube, das wird wohl reichen. Ach, du magst doch dieses Babyfutter nicht. Wie wär's mit einem Stück gedämpfter Koralle? Oh ja, lecker. Sehr nahrhaft. Und jetzt die Geschichte. Oh ja, Geschichte. Geschichte? Das wird dir gefallen, Patrick. Es ist eine wunderbare Geschichte über einen Unterwasserkobold. Ach, SpongeBob, du findest dieses Babybuch doch sicher langweilig. Hier hast du das Handbuch über technische Wartungsarbeiten. Oh, klasse. Ja, faszinierend. Keine Bilder, ja, so mag ich das. Oh, mein Mittelfinger macht Aua. Oh, schön stillhalten. Schon besser? Der ja, aber der Finger tut mir auch noch ein bisschen weh. Wie wär's mit einem Geschenk zum Trost? Oh Junge, hoffentlich sind das Kekse. Oh toll, noch ein Hut. Nein, Patrick, das ist doch ein Pullover. Ja. Mit Liebe in jeder Masche. Nein. Bekomme ich denn kein Geschenk, Oma? Oh, das hätte ich fast vergessen. Hier sind ein paar Büroartikel. Ich habe sie nicht extra eingepackt, aber das macht dir doch nichts aus, oder? Oh je, 3 Uhr schon. Erwachsene müssen jetzt arbeiten. Wiedersehen, SpongeBob. Und du möchtest sicher ein kleines Nickerchen machen, Patrick. Immer noch hier, SpongeBob? Ich muss jetzt noch nicht gehen, ich kann auch später zur Arbeit. Na, aber Erwachsene tun so etwas doch nicht. Also gut, dann werde ich jetzt gehen. Ich habe noch eine Menge Erwachsenengeschäfte zu erledigen. Wir sehen uns dann. Gut, danke für den Besuch, SpongeBob. Yep, tja, also, dann gehe ich mal. Komm bald wieder, wenn du Zeit hast. Ich gehe jetzt raus in die kalte Erwachsenenwelt, ganz allein. Und ohne Pullover. Bis bald, mein Großer. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme. Ja, du hast viel um die Ohren. Also, bis dann. Schst, ist eingeschlafen. Oh, Wiedersehen. Ich will nicht erwachsen sein. Ich will Kekse und Milchnuckeln. Ich will einen Pulli mit Liebe in jeder Masche. Ich will eine Windel und Babypuder. Ich will im Kinderwagen fahren. Ich will mit meinem Lieblingsplüschbären kuscheln. Ich will mit meinem Schaukelseepferdchen schaukeln. Ich will auch Kussi-Kussi auf mein Auerbubu. Aber so beruhige dich doch, SpongeBob. SpongeBob! SpongeBob! Das war doch nicht gestört. Das hier ist gestört. Hallo, SpongeBob. Ich heiße Patricken. Das ist wirklich gestört. Schnell, lass doch los, sie ist hinter uns her! Shaggy, nein! Lass los! Ich hab euch doch gewarnt!
Ich verpasse dir eine Abreibung, die sich gewaschen hat, dreckiger Dan. Sandy, wir sind's doch, deine Freunde SpongeBob und Patrick. Bitte, ich bin doch nicht krankenversichert. Ich zieh euch das Fell ab und mach Stiefel draus. Schluss mit lustig. Puh, nochmal wecken wir sie wohl besser nicht auf. Bloß schade, dass wir keine Ohrschützer haben, die wir ihr aufsetzen können. Ich hab auch nur die Fussel aus meinem Bauchnabel. Na, das passt doch klasse. Ich reiß euch die Arme aus, ihr Ganoven. Tja, ich glaub, das klappt. Hey, Sandy, sag mal, klappt das? Hey, Sandy, wenn du uns nicht hören kannst, dann sag einfach nichts. Hast du gehört? Mach bloß nicht auf. Bis später dann, Sheriff Sandy. Du bist verhaftet. Mich kriegst du niemals. Hey, das ist unfair. Cowboys können sich keine Kanonen leisten. Minivans können sie sich auch nicht leisten. Gutes Raumkonzept. Also gut, Spitzkopf. Deine Zeit läuft ab. Du nennst mich Spitzkopf? Ich will jetzt der dreckige Dan sein. Wieso willst du der dreckige Dan sein? Weil ich dreckig bin. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Ich würde sagen, ich bin der dreckige Dan. Nein! Ich sag, ich bin der dreckige Dan. Aua! Ich bin der dreckige Dan. 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 Aua! Ich bin der dreckige Dan. 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 Schreien hilft dir auch nicht. Flitzpiepen ist der echte dreckige Dan. Na ich? Patrick! Hühnerkeulchen. Okay, Spitzkopf Larry. Und nun zu dir. Spitzkopf! Jetzt wirst du für deine Verbrechen bezahlen, Spitzkopf! Bleib, wo du bist! Ich warne dich! Okay, ich hab dich gewarnt! Hast du gewonnen? Alle Kumpel. Okay, du darfst gern der dreckige Dan sein. Ich will einfach nur Patrick sein. Wir verschwinden hier besser, bevor sie wieder aufwacht. Tut mir leid, aber das Drehrad ist ganz schön rutschig. Es ist eingefroren. Lass mich mal versuchen. Sesam, öffne dich. Ich hab getan, was ich konnte. Dann sitzen wir hier fest, bis die Tür auftaut. Im Frühling. Walfischdreck. Ist schon Frühling? Nein. Mir ist so kalt, dass ich schon zittere.